Es ist doch absolut fresh, oder? Wollt ihr, dass der jetzt nur noch so aussieht? Richtig fresh. Und was machst du hier jetzt? Ich mache einen Tanz in Fortnite. Das hast du voll gut drauf, ne? Hallo und herzlich willkommen bei Tip Top Tio. Wir sind hier gerade in der Stadt und wollen gleich mal einkaufen gehen. Und auf dem Weg zum Einkaufszentrum haben wir hier noch so ein paar Seifenblasen gekriegt. Und Ash und Marvin sind dabei, die Seifenblasen zu fangen. Jo, das waren mal viele hier. Hier ist noch Seife. Und Ash will noch mehr von den Seifenblasen. Da müssen auch richtig ein paar rauskommen, ne? Und jetzt sind wir am Sophienhof und Mama geht als erstes an den Erbsenstand. Ich wollte gerne Erbsen haben, aber die sind irgendwie weich. Solche frischen Erbsen, die essen wir so. Also, aber okay, lass mal gucken, was wir jetzt kaufen können. Zum Shoppen erstmal einen Erbsenstand gehen. Ja. Wir wollen hier ein paar Klamotten holen. Wir wollen nämlich Marvin's Vlog heute umstylen. Ja. Wir verpassen ihm schön so ein kariertes Hemd, eine Baumwollhose in Beige und Jesuslatschen. Nein. Also ungefähr so sieht das dann aus. Ist doch gut, oder? Ich würde es anziehen. Oh, wo wollen die denn jetzt hin? So, und ich habe sie wiedergefunden. Und jetzt geht's. Wir sitzen hier die ganze Zeit und warten. Da rein. Zu H&M. Zu H&M rein. Und so schnell ändert sich der Plan. Also Marie und Ash, die sind jetzt erstmal Trinken holen gegangen. Und wir gucken jetzt mal, was wir hier für mal einen Blog für schicke Sachen finden. Hast du schon was gefunden? Ist das Umstyling oder hast du das sowieso immer an? Guck mal, da machen wir noch ein Nice drauf. Ah, nee. Ich mag keine Werbung. Zieh an. Mal gucken, wie das aussieht. Und dieses Hemd dazu. Für Frauen, ich bitte dich. Ehrlich jetzt? Ja. Das passt aber von der Farbe. Guck doch mal. Ey, ich bin das nicht verbrannt. Das kannst du anziehen. Das stimmt überhaupt nicht. Guck mal, da steht Damenabteilung. Und Kinder sind oben. Und das hier ist für Herren. Also Freunde, der Adrian ist der Meinung, dass das hier für Herren ist. Hier ist komplett Herren, überall. Nein, ehrlich, das ist doch für Frauen, oder? Nein, zieh das jetzt an. Nein, das geht gar nicht. Und dazu, das passt doch. Das passt überhaupt nicht. Das passt nicht. Richtig. Nein. Da sieht man sowieso nicht darunter, ne? Wir nehmen das mal. Okay, wir lassen das hier. Und dazu hier so eine Jogginghose in halb. Kostet die? Okay. 10 Euro. Dann zieh das mal an. Schon teuer, ne? Und hier ist Marvin Block, der ist auf der Umkleidekabine rausgekommen. Ja. Und wie sieht das aus? Es ist doch absolut fresh, oder? Wollt ihr, dass der jetzt nur noch so aussieht? Ich hab das vor. Schreibt es jetzt unten in die Kommentare. Genau. Das sind jetzt also die neuen Klamotten hier für Marvin Block. Und jetzt bin ich dran, ne? Ja. Mama sucht aus. Suchst du mir was? Ja, ich hab hier schon was Tolles gefunden. Guck mal. Okay, das ziehe ich dann jetzt mal an. Und eine Hose dazu? Ich zeig noch nicht, was das ist. Oh je. Da kommt auch schon Ash. Richtig fresh. Flugzeug nehmen? Ja, perfekt. Also wenn ich diese Hose anziehe, dann gehe ich gar nicht hier rein. Die klingt irgendwie hier so. Ist automatisch, ist man so, ja. Ist normal. Dann werden die Leute noch größer. Sieht cool aus, mein Trip. Ja, sieht gut aus. Coole Ja-Hose nicht so. Vorne kaputt und hinten nicht. So, vorne ist durch Lüftung. Genau, mal hinten geht aufgerissen. Also. Ja, genau. Also, jetzt und wie sieht's aus? Sieht gut aus. Aber die Hose passt nicht, ne? Die Hose, naja, nicht so ganz. Passt nicht dazu. Nee. Ich hole noch eine neue Hose. Ja. So, da haben wir ja. Die Hose ist schon mal viel besser. Die ist doch viel, die steht ja viel besser. Und die Hose auch? Hast du die richtige Größe, ja, ne? Ja, ist so gut. Und jetzt muss ich hier kurz mal Ash zeigen. Der hat sich nämlich mit Marvin Vlog zusammen auch was ausgesucht. Sieht richtig gut aus, die Hose. Es sieht richtig gut aus. Perfekt, das nehmen wir. Und jetzt haben wir alle neue Klamotten und Marie ist weg. Keine Ahnung, ob ich die jemals finden werde. Einmal Schnucki in die Runde rufen und da ist sie. Wo denn? Und ich hatte ihr gesagt, dass ich Mama gefunden hatte. Und sie sagte zu mir, sie hat überhaupt keine Klamotten gefunden. Hier der ganze Arm voll. Und dann wird hier gleich noch weitergeguckt, Schnucki. Warte mal, ich bin schon fertig. Mann, einmal in den Laden, dann kommst du hier nicht mehr raus, ne? Nein. Und das hat Mama jetzt nochmal gefunden, ja? Nein, aber das also Marvin Block hat gesagt, wenn das da nicht draufstehen würde, würde er das anziehen. Vielleicht ist das dann ja für Damen erlaubt. Probier es einfach mal an. Ja. Gut, ab zur Kasse. Ja. So, und den Berg hier, den geht es jetzt zur Kasse zu bringen. Ja? Auf geht's, mal sehen, was dabei rauskommt. So, hast du schon einen Überblick, wie das, was das kosten wird? Ja. So, und wir sind jetzt auch aus H&M wieder raus, haben hier zwei Tüten eingekauft. Und das war auch überhaupt nicht so teuer, ne? Andere Leute kaufen für den Preis ein T-Shirt. Wer kein groß angucken hier. Is we gonna und wir müssen nachher zu Hause noch mal zeigen, was wir gekauft haben, ne? Die ganzen Sachen mal anziehen. Das kommt aber in einem extra Video dann. Also, jetzt gibt's Abendbrot essen. Und nach dem Einkauf geht's jetzt hier noch mal rein, Pizza essen.
Und du? Was für eine Und jetzt ist hier tatsächlich noch ein Malheur passiert. Ganz von alleine ist die Suppenschüssel umgefallen. Und deswegen sollte man noch keine Suppe essen. Lieber eine Pizza. Und die Pizza ist jetzt auch schon da. Hier ist einmal für mich eine Tonne ohne Tomatensauce. Und Mama hat hier Spinat. Ja. Und was habt ihr beide? Wir haben Salami. Und teilt euch die. Auf jeden Fall. Ja. Guten Appetit. Dankeschön. Und das war's jetzt hier mit Vapiano. Hey, wie geht's euch? Könnt ihr euch noch bewegen? Ja. Es hat super geschmeckt wieder, ne? Ja. Mäuschen, wie geht's dir? Gut. Hier müssen wir jetzt noch mal warten, bis die Brücke wieder auf ist. Sehen, wie lange es dauert, bis die Brücke... Wir gucken uns das mal an. 2000 Jahre später. So, mittlerweile ist die Brücke auch wieder runter und die haben mich hier irgendwie alle alleine gelassen, weil ich Kalli getroffen habe. Das ist ein Junge, der ist hier am Angeln. Schönen Gruß, Kalli, an dich, falls du das hier siehst. So, und wir wollen jetzt mal gucken, was der Rest der Familie und Marvin Vlog hier machen. Tot? Ja. Habt ihr die umgebracht? Ja. Alle mit dabei. Also, heute Abend gibt's Hering. Und hier habe ich noch ein paar Pringles gefunden, aber ich habe schon die Pizza hinter mir. Außerdem, aus irgendeinem Grund mochte die auch keiner. Und, was machst du hier jetzt? Ich mache Tanz und Fortnite. Das hast du voll gut drauf, ne? Und die Fortnite-Tänze, die müssen wir eigentlich auch mal machen. Schreibt mal unten in die Videobeschreibung, ob wir mal Fortnite tanzen sollen. Hab ich noch notiert. In der Videobeschreibung? Wieso nee, weiß ich nichts davon? In der Videobeschreibung, in den Kommentaren. Und hier weiß die linke Hand nicht, was die rechte tut. Das gibt's überhaupt nicht. So, und damit ist jetzt auch unser Video hier ja, zu Ende. Ja, oh, bla bla bla. Und zum nächsten Mal. Ciao, Kakao. Ach nee, das ist ja deine Aufgabe. Du bist damit ja dabei. Yo, Leute, das war's mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, gebt dem Video einen Daumen nach oben. Schreibt uns unten eure Meinung in die Kommentare. Abonniert den Kanal, falls ihr noch nicht getan habt. Danke fürs Zuschauen. Ciao und bis dann.